Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS19 hier aus der Untergriesbach von der Challenge Map. Und erstmal, letzte Woche kamen keine Videos, ich war ein bisschen versnappt. Das musste erst raus und da sind die Videos halt ausgefallen. Dann letzte Woche Samstag angefangen und dann am Sonntag wollte ich nicht aufnehmen und unter der Woche habe ich das dann auskuriert. Und deswegen gab es letzte Woche keine Videos. Diese Woche dafür aber wieder hoffentlich alle. Mal gucken. Und es ist auch ganz gut, dass das so war, wie es war. Denn ich habe den Vorteil, ich kann jetzt über Realistic Cedar, über den Mod, der hatte ein Update bekommen in der Zwischenzeit. Das heißt, ich kann jetzt meine Saatgut-Packs, also quasi das Saatgut für Senfsaat, über den Mod kaufen und muss nicht quasi auf normales Saatgut zurückgreifen, was dann wieder quasi Saatgut wäre, was ich theoretisch überall benutzen könnte. Das ist ein großer Vorteil für mich. Ich werde jetzt auch erstmal einmal zu Meier fahren und wir machen das Ganze. Aber ich kaufe damit euch die Säcke. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Was hatte ich gesagt? 400 Liter war das für das Feld, ne? Glaube ich. Glaub schon. Ich glaube, ich kaufe einfach. Ja, doch, ich kaufe 400 Liter. Das passt schon. Ich kann auch einen größeren Sack kaufen. Ich kann ja jetzt auch theoretisch mir Big Pack kaufen und das reinfüllen, also eine Palette mit Saatgut. Aber das ist mir einfach preislich zu viel. Deswegen, also ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal 4 Säcke. Das sollte reichen, hoffe ich. Wenn nicht, ja, fahren wir mal durch die Gegend, ne, würde ich sagen. So. Ich muss auch gestehen, bevor jemand fragen sollte, ich habe jetzt das letzte Wochenende, war ja jetzt die FarmCon, ich weiß es, die Digital-FarmCon. Ich habe nicht einen einzigen Stream oder ein einziges Video davon gesehen. Also ich werde jetzt im Nachhinein mir nochmal alles so irgendwie anschauen, was da war und was auch zum neuen LS22. Also ich habe tatsächlich keine Zeit, beziehungsweise ja, unter der Woche war ich arbeiten und am Wochenende hatte ich etwas anderes zu tun. Also ich habe echt keine Zeit gehabt, da irgendwie reinzukommen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen zum LS22 oder so stellt, boah, ich kann mal gucken, ob ich euch die beantworten kann, aber ich habe es nicht gesehen. Also keine Ahnung. So. Jetzt lassen wir mal kurz hier in den... Ah ne, wir könnten den... Moment. Nein. Oh ne, das war der falsche Knopf. Ich wollte es eigentlich... Nein. Der war's. So. Also, wir haben nämlich jetzt über Realistic Cedar, haben wir jetzt hier, ich meine, das gab es ja schon, die sind jetzt neu dazugekommen und die, das Ganze ist ja wegen der Ruf Bergmann, so viel ich weiß, hat Realistic Cedar ein Update gebracht, dass hier diese Big Packs der Ruf Bergmann quasi genutzt werden können. Keine Ahnung, interessiert mich nicht, die Map ist für mich, nö, Freunde. So, aber diese... Diese Säcke sind ganz interessant, weil das sind ja im Endeffekt die gleichen. Jetzt mal, wo hab ich denn? Also der Paletten, die Säcke? Weiß ich gar nicht, was ich denn der Paletten, nee, der Big Packs, ne? Genau. Wie diese kleinen Säcke hier. Gut. Hier kosten 50 Liter, kosten hier 130 Euro. Und bei Realistic Cedar hast du 100 Liter drin und das Ganze kostet 50 Euro. Mein Gott. Ne, das ist halt die doppelte Menge zu 10 Euro billiger. Aber dann muss ich überlegen, ich wollte 4 Säcke kaufen wegen 200 Liter, ne? Ich guck nochmal, bevor wir jetzt was Falsches kaufen. Da war das. Das war Feld Nummer 10, Saatgutverbrauch. 200 Liter. Ja, das heißt, wir brauchen gerade mal 2 Säcke, sparen wir sogar noch ein bisschen Geld. Ist auch okay. Und Senfsaat ist halt neu dazugekommen. Finde ich persönlich ganz gut. Na, also wie gesagt, hat sich die eine Woche gelohnt. Also hier. 2 Säcke Pioneer Senfsaat. So, Senfsaat als Zwischenfrucht, ne? Ganz klar. Oh, das ist ja günstig. So, ich meine, so einen kleinen 100 Liter Sack, den kann man ja nochmal hier... kurz mal zum Auffüllen nutzen.
So, Sack Nummer 1, auch alles drin. Und Sack Nummer 2. So, ich könnte mich jetzt auch... Entschuldigung. So. Wenn, dann füllen wir schon richtig auf, ne? So, okay. Das passt, das passt. Hatte ich die Saatmaschine? Beim letzten Mal nicht zugeklappt? Ich glaube nicht. Nö, hat die offen gelassen. Egal, passt schon. So. 200 Liter. Ich soll 193 Liter Verbrauch haben. Das heißt, wenn jetzt alles richtig eingestellt ist, müsste ich ja eigentlich... Achso, apropos müsste. Müsste ich eigentlich noch 7 Liter übrig haben, wenn ich mit dem ganzen Feld fertig bin. Ich bin mal gespannt, ob das so hinkommt oder nicht. Weil im Endeffekt fahren wir halt doppelt, dann ist es eben so. Also, interessiert mich jetzt... Ja, wir haben ja... Was haben wir denn jetzt unterm Strich gespart? Wir hätten normalerweise 30, 60, 120 Euro ausgegeben. Das heißt, wir haben jetzt unterm Strich schon mal 20 Euro durch Realistic Cedar Saatgut gespart. Das ist okay. Für eine Zwischenfrucht ist das okay. Und auch bei der Hauptfrucht wäre es okay. Wobei wir halt da niemals die kleinen Säcke kaufen. Und wir werden ja nächstes Jahr nochmal das Ganze anpflanzen. Wir haben ja gesehen, dass das mit der Senfsaat durchaus vom Vorteil ist und durchaus uns fürs nächste Jahr deutlich was Besseres bringt in den Boden. Bin mal gespannt. So, ganz Grünpflanzensilage haben wir. Wir haben ja eigentlich alles. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist ein bisschen Stroh. Wobei dafür habe ich tatsächlich sogar auch noch eine Alternative gefunden. Also für Strohbergen. Dass wir da nicht ständig uns was Größeres mieten müssen. Da muss ich da mal gucken, wie das Ganze, also wie viel das uns das kostet. Aber da hätte ich auch noch was für. Ich werde jetzt auch, oder wenn die Senfsaat jetzt im Boden ist, dann werden wir sowieso wieder spulen, weil einmal muss ja unser Weizenfeld geerntet werden. Also da müssen wir auch nochmal hinspulen, dass wir das Weizenfeld ernten können. Und dann hoffe ich auf ein paar Erntemissionen, dass wir ein bisschen was... Ja, für die Nachbarn noch kriegen, also ein bisschen Kohle kriegen, ne? Ein bisschen den Fuhrpark aufbessern und vielleicht nächste Season nicht ganz so stark aufs Geld achten müssen. Das wäre natürlich am einfachsten, sage ich jetzt mal. Weil der Fendt hier will auch irgendwann mal gewartet werden, ne? So. Aber wir kriegen ja auch noch ein bisschen Heu, da bin ich auch noch am Überlegen, ob ich den Grasschnitt auch nochmal anders, ja, anders gestalten, klingt immer ein bisschen doof, aber ob ich da vielleicht auch nochmal irgendwie anders beigehe, mal gucken. So, dann lass uns mal kurz auf die, mal eben die Bahn hier anvisieren. Oh Gott, völlig falsche Arbeitsbreite. Das sieht doch schon fast gut aus. Dem einzigen Unterschied, dass wir da... Nee. Nee, so auch nicht. Nur ein bisschen so vielleicht. Ja, der Winkel steht aber schon auf 1 Grad, ja. Da ist er. Willst du mir jetzt verarschen?
lassen wir den so. Machen wir den ein bisschen nach da. Passt. So. Dann. Euch machen wir aus. Das schalten wir runter. Das machen wir an. Das war's. So, das passt soweit. Ja, okay. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier sich verhält, ne? Mit der Senfsaat. Ich bin irgendwie nicht davon überzeugt, dass das Saatgut, was wir jetzt haben, für das ganze Feld reicht, aber okay. Die Saatgutberechnung sagt das, ne? Weil ich mir jetzt überlege, wir haben schon 8 Liter weg. Bei noch nicht mal einer Bahn fertig. Also so ganz überzeugt davon bin ich jetzt nicht, ne? Werden wir sehen, wenn wir das Feld fertig haben. Ob das jetzt wirklich reicht, weil 187 Liter? Ich glaube nicht. Also es würde mich tatsächlich stark überraschen, wenn wir jetzt das ganze Feld mit der Menge Saatgut, die wir da jetzt haben, schaffen würden. Weil eigentlich, wenn ich jetzt eine Bahn schon weg habe und habe 10 Liter Verbrauch, ne, können wir uns ja ausrechnen. Also. Aber egal. Selbst wenn ich noch nachkaufen muss. Also ich werde nicht den Preis, also nicht an die Menge kommen, die ich für ein Big Pack ausgegeben hätte. Also von daher sind diese kleinen Säcke schon okay. Finde ich auch gut, dass der Mod das Ganze jetzt quasi so auch unterstützt. Wenn ihr jetzt eine alte Version vom Seeder habt, müsst ihr halt einmal auf dem Mod-Hub. Ne, nicht auf dem Mod-Hub, sorry. Bei Forbidden Mods. Und euch die neueste Version besorgen. Und dann, ja, habt ihr es auch wieder, sage ich jetzt mal. Ich habe das durch Zufall gesehen. Ich bin da jetzt heute, ja, okay, waren ein paar mehr Mods, die dann heute zum Durchschauen waren, bevor ich jetzt hier angefangen habe, aber... Okay. Ich habe doch... Ich fahre natürlich bei der Zwischenfrucht auch keine Fahrgassen in irgendeiner Form rein, wofür. Wird eh wieder untergearbeitet. Ne? Also wenn ich hier aufs Feld muss und irgendwas kaputt fahre, dann ist das so. Warum? Okay. Warum auch immer du Traktion verlierst. Egal. So. Werden wir, glaube ich, nächste Folge sehen, wie weit wir jetzt hier tatsächlich gekommen sind. Ich denke mal... Ja, beziehungsweise ich hoffe immer, dass wir das Feld schaffen, aber ich bin nicht überzeugt. Also, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich persönlich bin nicht davon überzeugt, dass das Saatgut reicht fürs ganze Feld. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, für euch soll es das für heute schon wieder gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann euch das Ganze hier anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal.